Die Gefahr ist vorbei. Hui. Aus was für ein Lied ist das? Bestimmt aus Aladdin. Wir sind fast frei. Oh, Tricks retten dich auch nicht. Ich töte dich. Der Weg ist frei. Röd. Hi, ich bin der Massenmörder von um die Ecke. Deine Sicherheit ist Lohn genug. Die Wachen werden gut aufpassen. Schön, dich zu sehen. Sei gegrüßt. Schauen wir mal, was du hast. Bitte. Ich gehe dann mal. Leb wohl. So, es gab zumindest nicht die Meldung, dass wir neue Missionen bekommen haben. Wir gehen hier vorne nochmal das Poster abziehen. Was heutzutage alles als Kunst durchgeht. Meister-Talisman. Wir bleiben bei Cthulhu. Cthulhu! Trifft ihn im Versteck mit Nihai. Keine neuen Aufträge, sehr gut. Ab nach Al-Amba, nach Hause. Hause, Hause, Hause. Die Erde hat sich unter meinen Füßen bewegt. Ich muss auf festeren Grund. Ich brauche mein Zuhause. Ich brauche Nihal. Okay. Wortwörtlich oder war das jetzt eher so eine Metapher mäßig gemeint? Ich muss die loswerden. Hallo Esel. Ich finde schade, dass es keine Mission mit einem Esel gab. Was? So, und jetzt lass uns rausfinden, was die böse Templerin wollte. Oder uns zeigen wollte. Basim, geht es dir gut? Basim. Ich weiß es nicht. Du hattest recht, Nihal. Meine Feindin, Kabiha, sie hatte die Antworten. Was hast du erfahren? Dass es mehr darüber zu lernen gibt, wer ich bin. Eine Wahrheit, die Kabiha mir zu sagen versuchte und meine Meisterin verstummen ließ. Diese Wahrheit liegt in Alamut. Also reiten wir nach Alamut.
reiten wir nach Alamut. Bist du sicher, dass du Bagdad verlassen willst? Du wirst Basims Reise nach Alamut abschließen müssen, bevor du nach Bagdad zurückkehren kannst. Ich werde gehen, Nihal. Nur ich. Du brauchst mich. Du musst sicher sein. Ich bin bei dir sicher und du bei mir. Es kann sein, dass ich dort nur Gefahr und Tod finde. Das ist mein Schicksal. Ich werde mich von ihm nicht abwenden, aber du sollst dich ihm nicht stellen. Wohin du gehst, dorthin gehe auch ich. Wo du ruhst, ruhe auch ich. Ich begleite dich. Süß. Jeden Schritt des Weges. Du bist niemals allein. Und jetzt pack. Wir verlassen Alamut erst, wenn du deine Antworten gefunden hast. Ja. Lauf zu! Oh, Freddy müde. Schlecht vorbereitet. Nicht das Willkommen, das du erwartet hast, was? Zumindest hattest du das Glück, woanders gewesen zu sein, als die Taherian uns angriffen. Was ist geschehen? Ich fürchte, Alamut ist gefallen. Meine Aufgabe war es, Hilfe zu suchen. Ich ging in die Wüste, um andere Wächter zu finden. Dann fand ich dich. War da noch jemand bei mir? Nein, nur du. Dann lebt Nihal noch. Und Roshan? Ich hatte gehofft, sie wäre bei dir. Komm, Bruder. Wir müssen los. Überlebende suchen und Alamut von diesem Geschwür befreien. Ich fürchte, ich kann nicht. Oh. Wie schlimm ist es? Ich werde jeden einzelnen von ihnen bezahlen lassen. Rache ist nicht unser Weg, Bruder. Unser Weg? Du sitzt hier und verblutest und hältst immer noch an diesem törichten Dogma fest. Und wofür? Unser Credo konnte Alamut nicht beschützen. Und ich ebenso wenig. Oder ich. Aber unsere Glaubenssätze sind der Grund, warum du noch atmest. Und warum du jene von uns retten musst, die vielleicht noch leben. Da stimmen wir überein. Du hast mein Wort. Möge Allah dir Erfolg bescheren. Auf einmal passiert mal was. Krass. Es gibt nichts mehr zu sagen, Bruder. Geh, rette so viele du kannst. Nur unsere Wachgänge, unsere Ausbildung. Das scheint ein Lebensalter entfernt.
Haben wir ihn da an? Ah, Verkleidung des Wüstenreisenden, okay. Nein, wir haben das Buch nicht weggebracht, ich Idiot. Ich mach so einen Aufwand, das Buch zu holen, ne? Ruhig, ruhig, Mädchen. Dann bring ich das nicht weg. Alles ist gut. Dein Herr hat dich in meine Obhut gegeben. Unser Tempel. Was auch darunter ist, ich muss es selbst sehen. Der Preis ist egal. All das Blut. So viel Tod. Ist es das, was Kabiha mit Weg bereiten meinte? Nihal, bitte sei in Sicherheit. Wo du auch sein magst. Bei Allah. Hier komme ich nicht durch. Vielleicht darüber. Na, unser Lager. Aus wie einer von uns. Einige meines Clans leben noch. Darunter auch Mentor Raihan. Das Schwein.
Mentor könnte uns sagen, was wir wissen wollen. Er könnte eure Leben retten, doch er entscheidet sich dagegen. Ich kannte den letzten nicht angesehen, weil der hinterm Pfeiler versteckt war. Basim, was? Gepriesen? Basim, wie? Ich dachte, du wärst in Bagdad. Wo sind die anderen? Roshan? Ich bin allein hier. Aus demselben Grund wie diese Männer. Ich kenne die Wahrheit, Mentor. Über den Tempel und was er birgt. Das haben mir unsere Feinde verraten. Sie drängten mich, danach zu suchen, weil nur ich es vermag. Du? Also hat der Orden die Tahirian benutzt, um Alamut niederzumetzeln, weil du der Schlüssel bist. Wofür? Was beschützt ihr, dass all dieses Blutvergießen wert ist? Uraltes Land. Seit Generationen ist es unsere Pflicht, darüber zu wachen. Es vor dem Orden zu bewahren, der seine Geheimnisse ausbeuten will. Der Eingang befindet sich im Tempel. Obwohl es verboten ist, habe ich ihn gesucht. Doch ich habe ihn nicht gefunden. Dann werde ich das selbst tun. Das darfst du nicht. Das ist es, was der Orden will, verstehst du nicht? Wenn das, was wir beschützen, in die falschen Hände fällt... Es werden die meinen sein. Sieh dich um. Sieh, was der Orden bereit ist, auf uns zu hetzen. Wenn ich das Wissen erhalten kann, das sie suchen, gewinnen wir damit vielleicht endlich die Oberhand in diesem endlosen Krieg. Dies ist der richtige Weg. Für die Verborgenen. Moralischer Kompass stimmt zumindest noch. Ein Moment. Der hat aber platte Lenzen. Bist du 30 nackig? Hör auf damit. Der Tempel. Bringen wir es zu Ende. Nichts und niemand steht mir im Weg. Nicht jetzt. Nicht so kurz vor meinem Ziel. Es sind mehr von euch nötig, um mich aufzuhalten. Da vorn sind noch mehr. Das heißt also, ich bin hier richtig. Wir sollten unsere Befehle lauten, den Tempel zu sichern. Nicht. Warte! Nicht. Mir war wichtig, den Großen noch zu töten. Hier ist das nächste Mal. Versuch's doch. Mal sehen, ob ich vermag, woran diese Eindringlinge scheiterten. Was ist das für Zauberei? Moment, das Zeichen kenne ich. Genau davor hatte ich dich gewarnt. Letzte Chance. Stimmt, Nia hat das gesehen und gezeichnet. Wie du willst.
So weit ist es also. Wir töten einander? Ist das deine Vorstellung einer Bruderschaft? Die Bruderschaft steht zusammen. Für jene, die sich darüber erheben wollen, ist kein Platz. Du denkst, ich ey. Du musst andere Waffen benutzen. Wach auf, Basim! Du gehst den Pfad des Ordens. Leute, die du einst schworst zu bekämpfen. Du erfüllst ihre Ziele. Und gefährdest genau das, was du verteidigen wolltest. Den freien Willen. Und mein Wille? Wie kann ich für etwas einstehen, das man mir nicht zugesteht? Euer Credo ist fehlerhaft. Da treffen. Letzte Chance. Dir. Ich opferte euch alles und du lugst mich an! Wusstest es? Seit der Nacht, in der wir aus El Anbar flohen, kanntest du meine Wahrheit. Ich fürchtete nur ihre Bedeutung, doch ich ließ meine Sorgen außer Acht. Es musste sein. Du warst nur ein junger Mann, gebrochen und allein, der sich nach Führung sehnte, Gutes tun wollte. Ich bin immer noch hier! Basim. Lass sie. Komm schon. Ich habe das nicht gewollt. Aber ich muss es wissen. Ich will dich nicht an das verlieren, was du dort drin finden magst. Du musst nicht in die Vergangenheit blicken, um zu wissen, wer du bist. Wer du sein kannst. Du hast die Wahl, Basim. Vertraue mir. Das wollte ich. Doch du hieltest es für das Beste, mich zu kontrollieren. Genau wie unsere Feinde. Basim, hier drüben. Ich weiß, was das ist. Der Schlüssel. Ich auch den Eindruck, dass nur Basim sie gesehen hat. Sie wird uns folgen. Nein, das kann sie nicht. Du hast es selbst gesehen. Wobei, am Anfang war sie ja dabei.
Ah, noch mehr Dis. Mehr von diesen Dingern. Welche Wahrheiten sich darin wohl finden? Welche Geschichten sie erzählen? Was auch immer sich hier befindet, ist von großer Wichtigkeit. Für die Verborgenen. Für den Orden der Ältesten. Für mich. In was sind wir hineingeraten? Wohin hat mein Pfad uns geführt? Du willst nicht wissen, warum irgendjemand an diesen Ort geführt wurde. Die Fackel kann ich auch nicht benutzen. Trügen mich meine Augen? Siehst du das auch? Nihal? Ja. Ich bin hier. Was auch immer das hier sein mag. Es wurde vor langer Zeit erbaut. Für einen Zweck, den ich nicht kenne. Ich schon. Woher? Ich weiß es nicht. Nihal, du beunruhigst mich. Ja, also hat ja auch was so ein bisschen den Horizon-Vibe mit den Vorläufern. Nur dass wir für Horizon Zero Dawn die Vorläufer waren. Und hier ist es halt die Spezies, die vor den Menschen da war. Nihal, sieh mal hier drin. Bitte, sprich mit mir. Nein. Nein. Das klingt gar nicht so gut. Beefröststuhl? Nee, ein Sarg. Bist du? Sie! Schau es dir selbst an! Zerhörschnoss! Hüfenleugner Sahasi! Seelus! Zeig dich! Du wagst es, dich zu verstecken? Nach allem, was ich durchgemacht habe?
Wo bist du? Der Djinn aus meinen Träumen. Die Gestalt aus diesen Visionen. Sie sind ein und dasselbe. Ist es das, was ich sehe? Erinnerungen aus einem lang vergangenen Leben? Sind es die meinen? Erscheint mir der Djinn deshalb zu echt. Mein Folterknecht. Die Quelle all dessen, was mich plagt. Wenn dem so ist, muss ich mich dir stellen. Sehe ich das? Dieser Ort. Wenn ich ihn durchschreite, sehe ich nur die Erinnerungen, die meine Seele erbeben lassen. In solchen Momenten der Not war mir der Djinn immer am nächsten. Diese unnachgiebige Angst. Sie lässt mich in meinem schwächsten Moment erstarren. Ich habe nie verstanden, woher er stammt oder warum er mich heimsucht. Doch ich beginne mich zu erinnern. Ich bin in einer kalten Zelle. Flehe darum, dass es aufhört. Der ich einst war, mag Vergeltung suchen. Doch wenn ich diesen Schmerz überwinden soll, dann will ich nichts als Frieden. Als das, was du bist. Schreckensbild aus einem anderen Leben. Und dort wirst du auch bleiben. Nein, Basim. Das hier ist erst der Anfang. Für uns. Das, was vor uns liegt. Ein tieferes Verständnis für die Welt, die hinter uns liegt.
und unseren Platz darin. Mein ganzes Leben rang ich damit, wer ich war. Wer ich sein sollte. Und da warst du. Die ganze Zeit. Der Teil von mir, dem ich mich widersetzte. Eine Spiegelung dessen, was wir einst waren. Und was wir wieder sein werden. Uns erwartet so vieles. Eine neue Welt. Ich zeig sie dir. Ich werde dich nie wiedersehen, oder? Werde ich allein sein? Du bist niemals allein. Wie viel Zeit ist vergangen?